Hallo alle zusammen, ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt Weihnachten gut überlebt und habt jede Menge Geschenke bekommen. Ich mache heute ein kleines Q&A. Ich habe ja schon ein paar Q&As oder ein paar Fragen beantwortet unter dem Hashtag FragLena in meinen Vlogmas-Videos. Aber jetzt wollte ich mal ein Q&A machen, also ein reines Q&A, also nur ein Fragen- und Antworten-Video. Ich habe mir hier ein paar Fragen rausgeschrieben und dann fangen wir mal gleich an und beantworten die, wa? Marco Beng fragt, was war dein Lieblingsfach in der Schule und welches mochtest du nicht so? Ich glaube, ich mochte immer Englisch ganz gern, weil es mir recht leicht gefallen ist. Und Mathe, weil es mir auch recht leicht gefallen ist, zumindest bis zur 10. Klasse. Ich war zuerst auf der Waldorfschule, also 10 Jahre auf der Waldorfschule und dann nochmal 3 Jahre auf dem Gymnasium. Auf der Waldorfschule hatte ich einen super guten Science-Lehrer, also Wissenschaftslehrer sozusagen. Der hat Chemie unterrichtet, Biologie und alles mögliche andere. Also der war auch unser Klassenlehrer, der hat dann auch irgendwie alle Hauptfächer gemacht, also sowas wie Geschichte und Deutsch und Mathe und alles mögliche, bis zu einem gewissen Grad. Den fand ich mega gut und durch den fand ich auch Bio und Chemie mega gut. Physik wiederum hatte ich bei einem anderen Lehrer, der das irgendwie nicht erklären konnte und bei dem ich das dann nicht so toll fand. Also Physik fand ich nicht so gut. Einige Handwerksfächer fand ich auch übelst schlimm und langweilig. Zum Beispiel Spinnen fand ich ganz schlimm. Alles eigentlich, was ich bei der einen Lehrerin hatte. Ob du ein Fach magst oder nicht, kommt so auf den Lehrer drauf an. Das ist so krass. Und Eurythmie mochte ich auch nicht. Auf der Waldorfschule hat man Eurythmie. Das ist sowas wie Namen tanzen. Ich meine, das habt ihr alle bestimmt schon mal gehört. Und das ist nicht so meins, sag ich mal. Jetzt finde ich das okay, mich auszudrücken beim Tanzen sozusagen. Jetzt kann ich auch so frei tanzen. Aber damals fand ich das so komisch. Und als ich dann angefangen habe, in die Disco zu gehen und mich zur Musik so zu bewegen, fand ich das so schwierig, weil es mich alles übelst an Eurythmie einfach nur erinnert hat. Auf dem Gymnasium fand ich Kunst mega toll, weil wir da viel gemalt haben einfach. Über Kunst zu schreiben fand ich jetzt nicht so leicht. Mir fällt das Interpretieren nicht so leicht. Ja, Englisch fiel mir natürlich leicht. Schwedisch fand ich auch ganz angenehm, weil es auch eine Sprache ist, die mir recht leicht fällt. Aber ich muss sagen, es gibt bestimmte Sachen, die ich nicht mag. Und zwar für irgendwas lernen und irgendwelche Tests schreiben. Also ich lerne gerne einfach so, indem sich ein Lehrer vor mich hinstellt und mir was erzählt, dann lerne ich gerne. Aber wenn ich für irgendwas lernen muss, dann mag ich es nicht. Also ich begeistere mich gern für Sachen. Ich, wie gesagt, fand Wissenschaften mega toll, also Biologie, Chemie und halt selbst sowas wie Mathe oder so angewandte Wissenschaften. Ich war ja auch mal in England an der Schule und dort haben wir halt Brücken gebaut und das war dann so unser Physikunterricht. Wisst ihr, das war übelst toll, geil, why not? Das fand ich toll, so eine richtig praktischen Sachen. Kunst fand ich in England auch mega toll und halt wie gesagt auch auf dem Gymnasium, einfach weil es auch sehr viel praktisch war. Ich muss sagen, ich mochte dann auch die Fächer einfach, in denen ich gut war oder in denen ich die Lehrer mochte oder in denen mich die Lehrer mochten. Russisch fand ich immer ganz schlimm. Ich hatte Russisch von der 1. bis zur 10. Klasse und das fand ich ganz schlimm. Nie wieder Russisch, bitte. Ich habe ja auch Japanisch gelernt und alles und ich mag germanische Sprachen, also hier, also klar Deutsch, aber auch halt Englisch, Schwedisch, das fällt mir leicht. Aber Russisch fällt mir so schwer. Ich kann vielleicht ein paar einzelne Wörter, aber ganze Zusammenhänge bilden und so weiter, nee, no go. Dann hat Marco auch die Frage gestellt, wie bist du auf YouTube gekommen? Und das weiß ich leider überhaupt nicht mehr. Ich weiß, dass X Karenina einer der ersten Leute war, die ich auf YouTube geguckt habe und dass ich ungefähr 2009 damit angefangen habe, YouTube-Videos zu gucken. Nee, warte mal, 2010? Spätestens 2009 oder 2010, als ich halt meinen eigenen Laptop hatte, als ich angefangen habe zu studieren, da habe ich angefangen, YouTube-Videos zu gucken. Daran erinnere ich mich auch noch. Ich erinnere mich, dass ich in diesem einen Zimmer gesessen habe und YouTube-Videos geguckt habe. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie ich darauf gekommen bin, mir das anzugucken. Ob mir das irgendwie auf Facebook angezeigt wurde oder was da war. Wie ich darauf gekommen bin, mir ein YouTube-Video anzugucken und dann mich weiterhin mit YouTube irgendwie zu beschäftigen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich als erstes X Karenina geguckt habe, also so eine deutsche YouTuberin. Die kann ich euch vielleicht, ich weiß gar nicht, ihr Channel gibt es wahrscheinlich noch. Von der habe ich ewig lange nichts mehr gehört. Den kann ich euch bestimmt mal in die Infobox verlinken und von ihr aus bin ich dann halt auf die ganzen englischen YouTuber gekommen, auf Essie Button, auf die Pixie Woo Schwestern und so weiter und von den Pixie Woo Schwestern auf Tanja, Jim, Zoella und so weiter, die ganzen Leute, die ich jetzt halt immer noch gucke. Ich glaube, wenn man ungefähr 3 Jahre YouTube geguckt hat, dauerhaft, dann hat man irgendwann auch so das Bedürfnis oder so den Drang oder überhaupt die Idee sozusagen, okay, ich möchte das auch mal versuchen, ich finde das irgendwie witzig, das macht Spaß.
ich möchte auch meine Lieblingsprodukte zeigen, was ich mache den ganzen Tag. Und dann habe ich beschlossen, anzufangen mit YouTube. Das ist schon ewig lange her, das ist schon 4 Jahre her, dass ich angefangen habe mit YouTube. Leider habe ich dann aber aufgehört, weil ich einfach das Equipment nicht hatte. Ich hatte keine gute Kamera, ich wusste nicht, wie man Videos schneidet. Ich hatte kein gutes Schneideprogramm und ich hätte sozusagen immer nur One-Take-Videos machen können. Also ich hätte hier da gesessen, hätte auf den Kamera geklickt und hätte gesagt, hallo Leute, das und das, und hätte dann meinen Text runtergelabert und hätte dann gesagt, am Ende ciao, und hätte dann wieder so gemacht. Und das wäre dann mein Video gewesen sozusagen. Und da ich mich aber oft irgendwie verspreche und einfach alles nicht immer so glatt läuft, wie man sich das wünscht, habe ich dann einfach irgendwann aufgehört wieder, weil es mich frustriert hat, One-Take-Videos zu machen. Also ich habe relativ bald dann auch damit aufgehört. Ich glaube, inzwischen kann man auch ziemlich gut mit YouTube-Videos schneiden, aber ich habe mich damit nie beschäftigt. Als ich dann mit Seth zusammen war und er angefangen hat, YouTube-Videos zu machen, habe ich dann halt auch wieder angefangen, weil er mir dann halt gezeigt hat, wie man es macht, welche Schneideprogramme ich benutzen kann, wie ich Thumbnails machen kann und so weiter. Meine Thumbnails sind auch ganz schlimm von damals. Ich habe sogar noch ein paar Videos von damals, also von vor 4 Jahren online. 2012, irgendwelche Mai-Favoriten, 2012 oder sowas. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Kann ich euch auch in die Infobox verlinken. Okay, von Shanti habe ich hier die Frage, was ist dein Lieblingsfilm und hast du ein Lieblingsbuch? PS, ich liebe deine Videos. Dankeschön, Shanti. Also folgendes, Lieblingsfilm. Einer meiner Lieblingsfilme ist auf jeden Fall die Wonder Boys. Ich weiß nicht warum, diesen Film mag ich schon, seit ich 15 bin, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Fand ich ihn so weird und so random und irgendwie trotzdem so zusammenpassend und herzerwärmend. Ich finde den Film einfach übelst toll. Ich glaube, der Film basiert sogar auf einem Buch, das ich allerdings nie gelesen habe. In die Wonder Boys geht es um einen Professor, der jede Menge Probleme hat. Und Tobey Maguire spielt da mit und Michael Douglas spielt den Professor. Die Dialoge sind witzig, die ganzen Sachen, die passieren, sind übelst random. Und hier kommt eine Person, da kommt eine Person. Ich finde den Film einfach übelst geil. Mein Lieblingsbuch. Ich glaube, die Tiffany W-Bücher von Terry Pratchett. Terry Pratchett ist so ein Fantasy-Autor aus England. Er ist leider verstorben vor 2 Jahren, glaube ich. Der hat sehr viele Scheibenweltromane geschrieben, also auf einer eigenen Welt, auf so einer Fantasiewelt, die so ähnlich ist wie unsere, viele Eigenschaften einfach überspitzt auch. In den Tiffany W-Büchern geht es halt um Tiffany W. Das ist eine kleine Hexe und die wächst halt auf sozusagen. In jedem Buch hat sie ein anderes Alter. Also ähnlich wie bei Harry Potter, also so ein Roman, der sich mit einer Person beschäftigt, die wächst und immer größere Aufgaben zu bewältigen hat. Und das finde ich einfach übelst toll. Ich finde, Terry Pratchett schreibt sehr witzig, sehr irgendwie charmant und wortgewandt einfach. Ja, das finde ich toll und ich glaube, am liebsten mag ich Winterschmied. Ja, also Winterschmied von Terry Pratchett ist mein Lieblingsbuch. So viel erfahren wir mal wieder über mich. Dann habe ich hier noch eine Frage von Don't Ask Me Why, und zwar, was würdest du machen, wenn du und Seth euch 3 Wochen nicht sehen würdet? Dieser Fall ist tatsächlich schon mal eingetreten, und zwar kurz nachdem Seth und ich zusammengekommen sind, wurden wir 8 Wochen getrennt sozusagen. Erst ist Seth nach Indien gegangen, 2 Wochen, und dann bin ich nach Neuseeland gegangen. Und in dieser ganzen Zeit haben wir uns nicht gesehen. Ich war 6 Wochen in Neuseeland, Seth war 2 Wochen in Indien. Ich glaube, da waren wir ungefähr auch erst 8 Wochen zusammen und dann waren wir gleich 8 Wochen getrennt. Das war echt nicht so einfach, sage ich euch. Wir haben viel geskypt und uns einfach viel vermisst, viel geschrieben, versucht irgendwie den Kontakt zu halten. Das ist echt schwierig, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Also wir kannten uns ja, bevor wir zusammen waren, auch kaum. Ich glaube, wir sind auch so Leute, die sich ganz doll brauchen. Also einfach die Nähe des anderen, einfach dieses Alltägliche mit dem anderen. Deshalb wohnen wir auch zusammen, deshalb wohnen wir auch schon ewig zusammen, obwohl wir erst 3 Jahre zusammen sind. Ich glaube, wir haben einfach gerne diesen alltäglichen Umgang mit den anderen. Wir brauchen eine Umarmung, ja, brauchen einfach diesen alltäglichen Austausch. Wir sind irgendwie beste Freunde miteinander, wisst ihr, und mit seinen besten Freunden möchte man einfach am liebsten rumhängen. Und damals wussten wir das halt alles noch nicht so genau, wie wir ticken, wie, ja, was gut für uns so ist, wie unsere Beziehung jetzt funktionieren wird. Und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt machen würden. Wenn Seth und ich jetzt ein paar Tage getrennt sind, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern besuche, jetzt zum Beispiel bei Weihnachten wieder, dann werden wir wahrscheinlich jeden Abend telefonieren. Was ich halt auch übelst liebe, ist, wenn Seth mir vorliest. Das heißt also, manchmal setzt er sich dann einfach hin mit vor sein Telefon und liest mir vor. Das finde ich auch toll. Ja, also einfach versuchen, jedem immer in Kontakt zu bleiben, zu schreiben, zu telefonieren, einfach auch solche alltäglichen Sachen auszutauschen, irgendwie Fotos zu machen. Das mache ich auch nämlich, wenn wir getrennt sind, dann schicke ich ihm viele Fotos irgendwie auf WhatsApp oder schicke ihm auch kleine Videos.
Ich will dann immer Snapchat benutzen, wenn ich von Seth getrennt bin. Irgendwie habe ich nur dann wirklich den Drang, mich richtig mitzuteilen, weil ich halt sonst Seth immer habe, dem ich halt immer alles mitteilen kann. Und dann habe ich hier eine Frage von Anakin Gessner, und zwar, was würdest, willst du am liebsten arbeiten oder arbeitest du? Im Moment arbeite ich in einem Buchladen und ich liebe es auch in einem Buchladen zu arbeiten. Ich würde liebend gern weiterhin in einem Buchladen arbeiten. Ich würde übelst gerne beim Film arbeiten, ehrlich gesagt. Ich liebe Filmproduktion. Ich fand früher Filmproduktion so spannend. Als Herr der Ringe rauskam, habe ich mir übelst viele Bücher und alles Mögliche, was ich dazu bekommen habe, durchgelesen. Wie der Film entstanden ist, was da im Hintergrund gelaufen ist, Maske, Bühnenbild, alles Mögliche. Ich fand das so spannend. In so einem Bereich würde ich so gerne arbeiten. Wollte ich eigentlich schon ewig mal ein Praktikum machen. Das fände ich wirklich cool. Filmproduktion oder Film, irgendwas im Hintergrund. Ich wollte auch immer schon meinen Namen im Abspann sehen. Wisst ihr, im Abspann vom Film laufen auch immer diese ganzen Namen durch. Und ich dachte, Mensch, einmal im Leben möchtest du da auch mal drauf sein. Irgendwann, irgendwas. Ich interessiere mich auch fürs Casting zum Beispiel. Ich würde auch übelst gerne irgendwie ein Casting-Agent sein. Leute für einen Film casten. Ja, das fände ich auch cooler. Sowas wie Location Scout oder einfach am Set irgendwie dabei sein und irgendwie behilflich sein. Mich um die Schauspieler kümmern oder mich um irgendwelches Kamera-Equipment kümmern oder Licht, Ton, irgendwas. Ich liebe Filmproduktion und ich glaube, deshalb mache ich auch Videos auf YouTube. Ist ja keine so entfernte Richtung, sag ich mal. Man hat eine Kamera, man ist selbst Produzent, man ist selbst Direktor, man ist selbst Schauspieler sozusagen, beziehungsweise Darsteller oder Narrator, wie auch immer man das nennen möchte irgendwie. Man baut sein eigenes Set, man macht sein eigenes Make-up. Wisst ihr, das ist eigentlich alles komprimiert. Ich hätte auch nichts dagegen, YouTube-Videos zu machen, sag ich mal, den ganzen Tag. Das würde ich gerne machen. Ich wäre auch gerne ein Tourguide. Ich würde zum Beispiel gerne auf Hawaii leben, zum Beispiel, sag ich mal. Und da würden irgendwelche Touristengruppen kommen, irgendwelche englischsprachigen oder deutschsprachigen Touristengruppen. Und da würde ich die da rumzeigen und ihnen erklären. Ich spreche ja Deutsch und Englisch und so. Und würde ihnen das einfach, ja, so zeigen, wie es da so ist und worauf man achten muss. Ja, sowas würde ich voll gerne machen. Müsst ihr einfach da leben, wo andere Leute Urlaub machen und denen mein Habitat erklären. Ich interessiere mich ja auch für sowas wie Pflanzen, also einfach, wofür ist welche Pflanze gut, was ist welche Pflanze, was ist irgendwie besonders an dieser Gegend, Naturschutz, solche Sachen. Und ich glaube, sowas kann man übelst gut auch als Tourguide verbinden. Das finde ich cool, das würde mir übelst doll Spaß machen. Am liebsten natürlich in Hawaii, wie ihr jetzt schon gehört habt. Oder in Japan, warum nicht in Japan? Ich glaube, dabei belasse ich es jetzt erstmal. Dankeschön für alle Leute, die Fragen gestellt haben. Ohne euch wäre dieses Video nicht möglich gewesen. Es ist euch jetzt hoffentlich klar geworden. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt die doch einfach in den Kommentaren. Am besten mit dem Hashtag FragLena. Ich blende euch das nochmal hier ein. Einfach Hashtag FragLena. Und dann geht das klar. Dann beantworte ich das bestimmt in einem der nächsten Videos. Oder vielleicht auch in dem nächsten Q&A. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich habe euch lieb, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!